Die deutsche Bundesliga kommt als erste Liga aus der Corona-Pause zurück. Die österreichische Bundesliga plant ihr Comeback. Und die Formel 1 träumt von einem Grand Prix in Spielberg mit Zusehern. Das sind die heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen zurück im KRONE.at Sportstudio. Nach langem Warten hat es vergangenes Wochenende endlich wieder ein sportliches Highlight gegeben. Die internationalen Stimmen sind trotz der leeren Tribünen durchaus positiv. Der Auftakt mit Geisterspielen ist der deutschen Bundesliga gut gelungen. Kreative Ideen der Fußballfans gab es gestern beim Spiel zwischen Union Berlin und Bayern München. Trotz Zuschauerbeschränkungen gab es zwei neugierige Zuschauer, die auf einen Baum kletterten, um das Spiel live mitzuerleben. Die 0:2 Niederlage von Union Berlin in der 26. Runde konnten sie nicht bis zum Ende mitverfolgen. Die Polizei schritt ein und holte die zwei Fußballfans vom Baum. Das gestrige Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Mainz 05 geht mit einem 2:2 zu Ende. Und dabei trifft unser Nationalteamspieler Florian Kainz zum zwischenzeitlichen 2:0 für Köln. Einen echten Schlager hat man am Samstag beim Auftakt der deutschen Bundesliga nach der Corona-bedingten Pause mitverfolgt. Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Das Spiel endet mit einer Sensation. Dortmund besiegt Schalke mit 4:0 und wie erwartet glänzt Ex-Salzburg-Star Erling Haaland mit einem Tor und einem Assist. Die restlichen Ergebnisse der 26. Runde der ersten und der zweiten deutschen Bundesliga sehen Sie auf krone.at. In der österreichischen Bundesliga läuft für den Restart am 2. Juni mit der 23. Runde eigentlich alles nach Plan. Wenn da nicht das schwarz-weiße Schaf der LASK wäre. Es sollte der spannendste Meisterschaftskampf der letzten Jahre in der österreichischen Bundesliga werden. Doch dieser wird von einem groben Foul der Linzer seit letzter Woche überschattet. Am Donnerstag wurden Videos vom nicht erlaubten Mannschaftstraining veröffentlicht, die ein gewaltiges internationales Medienecho verursachten. Nun warten alle auf das Urteil des Senat I, das durchaus heftige Konsequenzen, wie zum Beispiel einen Punkteabzug für die Stahlstädter, haben könnte. In der Pressekonferenz am Freitag, in der sich die Linzer zu den Anschuldigungen äußerten, behaupten die Verantwortlichen, auch belastendes Bildmaterial von den anderen Clubs zu besitzen. Bis heute beeinflusst der grobe Fehler der Linzer den Start der Bundesliga am 2. Juni zum Glück nicht. Die erste Runde beginnt gleich mit einem Spitzenspiel zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien. Sollte sich der Punkteabzug der LASKer bewahrheiten, haben die Grün-Weißen wieder die Top-Chance, in den Titelkampf einzugreifen. Im Laufe des heutigen Tages entscheidet sich, ob die österreichische zweite Liga fortgesetzt oder endgültig abgebrochen wird. Damit fällt dann auch die Entscheidung, ob es im Oberhaus einen Absteiger gibt oder nicht. Nach dem grünen Licht für die österreichische Fußball-Bundesliga erhofft sich Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko nun auch eine Antwort auf das am Donnerstag eingereichte Konzept für den Doppel-Formel-1-Auftakt. Am 5. und 12. Juli sind die ersten zwei Rennen der Saison in Spielberg in der Steiermark geplant. Das aktuelle Konzept zieht Geisterrennen vor, jedoch erhofft sich der Red Bull-Berater wegen der positiven Entwicklung der Corona-Zahlen sogar eine beschränkte Zuschauerzulassung. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt unter anderem, die WM sei nicht das Wichtigste auf der Welt, wenn sie aber zur Unterhaltung und Ablenkung der Fans beitragen kann, dann sei das gut. Abseits davon blickt die Formel 1 auch gespannt auf Sebastian Vettel, wo letzte Woche bekannt wurde, dass sein Vertrag mit Ferrari nach der Saison nicht verlängert wird. Nun spekuliert die Sportwelt darüber, bei welchem Team der Superstar seine Karriere fortsetzt oder ob er einen endgültigen Schlussstrich zieht. Das waren die Themen des heutigen Tages. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche Ihnen noch einen schönen Montag.